Und wir bleiben bei dem Vorwurf der Terrorunterstützung. Seit über 250 Tagen sitzen zahlreiche Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet in Untersuchungshaft, ohne einen Richter gesehen zu haben. Heute hat in Istanbul der Prozess gegen die 17 Journalisten begonnen. Sie sind angeklagt eben wegen Terrorunterstützungen. Und Verurteilungen wären natürlich ein weiterer herber Schlag gegen die Pressefreiheit in der Türkei. Zu Hunderten ziehen die Menschen vor das Gerichtsgebäude in Istanbul, demonstrieren für Pressefreiheit und gegen die Verhaftung von Journalisten. Vergeblich. Die Türkei zeigt Stärke und macht 17 Mitarbeitern der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet ab heute den Prozess. Die Anklagepunkte laufen auf Kooperation, Propaganda und Unterstützung von terroristischen Organisationen, was absurd ist. Die Cumhuriyet hat sich gegen diese Gruppen auch ausgesprochen, hat darüber berichtet. Und von daher sind diese Anklagepunkte schon einmal eine Farce. Doch Präsident Erdogan will die Berichterstattung im Land auf Kurs bringen. Unter den Angeklagten der Führungsriege der Cumhuriyet ist daher in Abwesenheit auch Can Dündar, der frühere Chefredakteur der Zeitung. Er lebt seit 2016 in Deutschland im Exil. Die Journalisten sitzen seit 250 Tagen im Gefängnis und haben in dieser Zeit nie einen Richter zu Gesicht bekommen, klagt Dündar die türkische Justiz an. Das ist wie Folter. Auch die Ehefrau des Angeklagten Ahmet Şık berichtet von schwierigen Prozessvorbereitungen. Leider hatten wir nicht die Möglichkeit, wie früher, hatte er nicht die Möglichkeit, wie früher mit seinen Anwälten eine Strategie zusammen aufzubauen, weil er ja isoliert ist und nur eine Stunde in der Woche mit Kameraaufnahme und mit einem Wächter, der aufpasst, dass kein Dokumentenaustausch passiert, seine Anwälte sehen kann. Journalistenorganisationen wie Reporter ohne Grenzen weisen die Terrorvorwürfe, die auch den Weltkorrespondenten Deniz Yücel hinter Gitter gebracht haben, als politisch motiviert zurück. Sie kritisieren, in keinem Land der Welt seien inzwischen mehr Journalisten in Haft als in der Türkei. Sollte das Gericht der Anklage folgen, drohen den Journalisten bis zu 43 Jahre Haft.